Moin, ich bin Hanno und ich dachte, ich erkläre mal ein bisschen was zu einem Thema, das so eine immer wiederkehrende Frage bei Jugendtaktveranstaltungen ist. Wie funktioniert eigentlich künstliche Intelligenz? Die künstliche Intelligenz selber ist, ich würde mal sagen, 60 Jahre alt, die Forschung davon. Und wann immer man jemanden gefragt hat, wann wir denn endlich die ersten richtigen künstlichen Intelligenzen sehen werden, ist die Antwort in 20 Jahren. Das hat man 1960 gesagt, 1970 gesagt. Und ich glaube, wenn man heute KI-Forscher fragt, werden sie immer noch sagen, ja, so in 20 Jahren ungefähr. Im Kern, Grafiken, geht es um das Gehirn. Sämtliche oder fast alle modernen Versuche, sich mit künstlicher Intelligenz zu befassen, gehen erstmal darum, unser Gehirn nachzubilden. Wir wissen zwar, wie das Gehirn physisch oder biologisch aufgebaut ist und können das nachbilden, aber was eigentlich die Intelligenz dabei ist, das weiß man noch gar nicht so genau, aber vielleicht finden wir das in dem Rahmen ja auch raus. Im Kern, das scrollen ist. Besteht unser Gehirn aus Neuronen. Daher auch der Name neuronale Netze. Also unser Gehirn ist ein riesiges Netz aus Hunderten von Neuronen. Hunderten, Tausenden, ich weiß gerade die Zahl nicht. Wahrscheinlich eher so in den Millionen- bis Milliardenbereich. Jedes Neuron hat irgendwie ein Signal, das hereingeht. Und ein Signal, das herausgeht. Und was das Neuron letztendlich macht, ist, dass es dieses Signal dämpft oder verstärkt. Wenn ich also ein Eingangssignal habe, dann kann das Neuron entweder sagen, oh, das interessiert mich, und es macht ein größeres Signal draus. Oder ich habe ein Eingangssignal. Und das Neuron sagt, es interessiert mich überhaupt nicht und macht ein kleines Signal draus. Jetzt kann ich mit einem einzelnen Neuron noch überhaupt nichts anfangen. Das heißt, ich muss dazu übergehen, dass ich. Wieso scrollt das so langsam? Mindestens zwei Neuronen habe. Sobald ich zwei Neuronen habe, kommt nämlich noch eine dritte Komponente da rein in unser System. Und das ist hier die Verbindung in der Mitte. Denn was die Vermutung zumindest ist, was irgendwie mit Intelligenz zu tun hat, ist die Dämpfung oder Verstärkung, die zwischen zwei Neuronen drinne steckt. Und was wir in dem Moment auch noch haben, ist irgendwie eine Verbindung mit der Außenwelt. Deswegen gibt es einmal den grünen Pfeil in der Mitte und die beiden violetten Pfeile nach außen. Das heißt, das Grüne ist eine direkte Verbindung, das Violette ist irgendwie ein von außen kommender Reiz. So, jetzt ist natürlich auch zwei Neuronen noch lange kein großes Netz. Das heißt, irgendwann kommt man an den Punkt, dass man irgendwas Größeres hat. Und klassisch hat man mindestens drei Ebenen dabei. Da gibt es dann die sogenannte Eingangsebene. Das ist der erste Teil, das ist das, von wo irgendwie Informationen in unser System reinkommen. Wir haben eine Ausgangsebene, die am anderen Ende steht, und in der Mitte stehen eine Reihe von, im Englischen spricht man von Hidden Layers, also von verborgenen Schichten. Man kann eine machen, man kann zwei machen, man kann beliebig viele machen. Typischerweise würde an dieser Stelle jetzt das Beispiel kommen mit irgendwelcher Bildverarbeitung. Ich habe mir mal gedacht, nee, Bildverarbeitung ist irgendwie langweilig, wir können was anderes machen und habe mir überlegt, um dieses Prinzip, was dahinter steckt, einfach das mal ganz absurd zu erklären, und zwar am Beispiel einer Ampel. Wir haben unsere Eingangsschicht bestehend aus unserer Ampel mit den drei Farben Rot, Gelb und Grün. Und jetzt wollen wir unser neuronales Netz so trainieren, dass in der Ausgangsschicht die Fußgängerampeln geschaltet werden. Und zwar, dass die Fußgängerampel genau dann grün ist, wenn die Autofahrerampel rot ist. Jetzt ist immer noch die Frage, was passiert dabei eigentlich? Wie trainiere ich jetzt dieses Netz? Und das Trainieren dabei ist dann auch genau der
Der Aufwand, der heutzutage, wenn man über den Bereich des maschinellen Lernens spricht, den man berücksichtigen muss dabei, ich muss mein Netz aus Neuronen irgendwie dazu bringen, sich so zu konfigurieren, dass es besonders gut für meine Anwendung passt. Das heißt, zu Anfang habe ich jetzt meine drei Eingangsneuronen, die rot, gelb und grün erkennen können, weil sie an der Ampel sitzen, und ich habe meinen Ausgang, der wiederum an den Lampen sitzt, um das Rot oder Grün für den Fußgänger aufleuchten zu lassen. Und dazwischen ist irgendwie eine verborgene Schicht. Was ich jetzt weiterhin mache, ich verbinde jetzt alles mit allem. Jedes Neuron aus der Eingangsschicht wird mit den Neuronen in der mittleren Schicht verbunden und aus der Mitte alles mit dem Ausgang. Wenn ich jetzt also ein Signal darauf geben würde und sage, wir haben hier unser grünes, nehmen wir mal was Irritierendes, wir nehmen nur das gelbe Signal in der Mitte, dann wird das hier reingeleitet und hier reingeleitet und hier reingeleitet und hier reingeleitet und geht auch irgendwie hier rein. Und zwar an alle. Das hilft uns noch nicht so wirklich weiter, weil jetzt sind vielleicht beide an oder gar keiner, je nachdem, wie die Neuronen dieses Signal aufnehmen. Und jetzt kommt der Schritt, der dann das ganze Lernen symbolisiert. Denn ich gehe jetzt hin und sage, Moment mal, wenn das gelbe Licht leuchtet, darf dann meine Fußgängerampel an oder aus sein? Muss aus sein. Der Fußgänger darf nicht gehen, weil da könnten ja noch Autos kommen. Das heißt, jetzt teile ich dem Netz mit, Moment mal, das stimmt so nicht, bitte korrigiere das mal. Und an dieser Stelle kommt jetzt der aufwendigste Schritt der ganzen Geschichte, nämlich, dass ich etwas mache, was sonst in dem System unmöglich ist, nämlich rückwärts gehen. Normalerweise kann ich immer nur vom Eingang durch die Schichten hin zum Ausgang gehen. Außer, wenn ich mein Netz trainieren möchte. Denn jetzt gehe ich hin und sage, nee, das passt mir nicht. Wenn das gelbe Licht leuchtet, dann soll gefälligst die rote Lampe an sein, aber nicht die grüne an meinem Ausgang. Ich nehme jetzt also meine ganzen Markierungen einmal raus und sage ihm, wenn das gelbe Licht leuchtet, dann sollen bitte die, lila, die Verbindung zur roten Lampe sehr dicht, sehr, sehr stark sein. Und die zur grünen sollen bitte möglichst dünn daherkommen, sodass, wenn das nächste Mal das gelbe Licht angeregt wird, sich hoffentlich nur das rote Licht angeht und nicht auch noch das grüne. Das Ganze kann ich jetzt wiederholen und hin und her gehen. Das heißt, im nächsten Schritt lege ich jetzt einen neuen Eingang an und sage, so, meine Autofahrer haben grün. Das ganze Netz hat wieder angeregt, ich gucke, wie sieht das am Ausgang aus und passe es weiter an. Und irgendwann komme ich zu dem Punkt, dass ich, das Einzige, was ich verändern kann, ist die Gewichtung zwischen den einzelnen Neuronen. Und irgendwann komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, okay, ich habe jetzt 10.000, 100.000, 1.000.000 Mal das durchprobiert und immer wieder langsam stückweise die Gewichte zurück angepasst, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, okay, jetzt habe ich meine intelligente Fußgängerampel gebaut, die gelernt hat, je nachdem, wie der Eingang ist, wie die Autos fahren, ob die Fußgänger gehen dürfen oder nicht. Und das Entscheidende daran ist, dass ich dafür eben wirklich einige Zehntausende, Hunderttausende Wiederholungen brauche, um überhaupt etwas zu erreichen, dass das System gelernt hat. Denn wenn ich zu viel lerne, dann sorge ich dafür, dass mein System nur noch den Ursprungszustand kennt. Wenn ich zum Beispiel nur rote und grüne Lichter gebe, dann kann das System mit roten und grün, mit roter und grüner Ampel umgehen, aber nicht mit gelber. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich muss also dafür sorgen, dass ich möglichst viel gleichmäßige Eingangszustände habe, um eine korrekte Ausgangsbeschaltung zu erreichen. Ist das nachvollziehbar? Blick in die Runde. Sehr schön. Denn das ist jetzt natürlich ein recht absurdes Beispiel gewesen in der Realität. So der Klassiker, wenn man das in
in Kursen lernt, dann geht es immer darum, Handschrift zu erkennen. Warum? Weil Handschrifterkennung irgendwie vergleichsweise einfach ist. Was passiert dabei an dieser Stelle? Ich habe jetzt mein neuronales Netz, wo am Eingang nicht mehr irgendwie eine Ampel sitzt, sondern zum Beispiel eine Pixelgrafik, wo ich jetzt mit einer, in diesem Beispiel, eine 3 einzeichne. Jetzt gehe ich hin und kann quasi sehen, welche meiner Eingangspixel schwarz sind, um die 3 zu erkennen. Und versuche jetzt durch die Schichten hindurch zu sagen, bitte passe die Gewichte so an, dass wenn diese Folge von Pixeln kommt, die 3 am Ausgang aufleuchtet. Das wiederhole ich und wiederhole ich und wiederhole ich, bis ich hoffentlich in der Lage bin, jegliche Form von 3 irgendwie als 3 zu erkennen. Und der spaßige Teil tritt dann auf, wenn ich die beiden auch noch fülle, habe ich jetzt eine 3 oder eine 8. Ich hätte an der Stelle nämlich noch mal eine Frage. Ja? Und zwar, du hast gerade gesagt, das neuronale Netz lernt auch die verschiedenen Positionierungen. Das heißt, es ist letztendlich lernt es, die Punkte relativ zueinander zu interpretieren. Richtig? Ja. Oder musst du das zusätzlich noch mal irgendwie lernen? Was passiert, was man typischerweise macht, ist, deswegen habe ich das hier auch versucht, so ein bisschen einzuzeichnen, wir haben unser zweidimensionales Bild. Das lege ich jetzt aber quasi Schleifen, lese ich das ab, sodass am Ende eine Reihe rauskommt, womit ich dann wiederum die Nachbarschaftsinformation erhalte, ohne das als zweidimensionale Struktur aufgreifen zu müssen. Das heißt, ähnliche Nachbarschaftsinformationen ergeben dasselbe. Also hoffentlich. Ja, das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Der Spaß dabei ist übrigens, wenn man dann sich verschiedene Schriftsätze anschaut, die deutsche oder im europäischen Sprachraum wird eine 1 häufig so geschrieben, im amerikanischen Sprachraum so. Wenn ich jetzt also ein System habe, das vor allem mit deutscher Handschrift trainiert wurde und lege dem amerikanische Handschrift vor, wird er die 1 nicht erkennen. Umgekehrt, wenn ich in dem gleichen System das stehen habe, aber die amerikanische Handschrift erkannt wird, wird da häufig eine 7 drin erkannt, obwohl ich eine 1 gemalt habe. Was wieder ein sehr schönes Beispiel dafür ist, dass man, je mehr man sich mit künstlicher Intelligenz befasst, erstmal Daten sammeln muss. Was auch der Grund ist, warum Unternehmen wie Google oder Facebook so viele Fotos wie möglich von irgendetwas haben wollen, weil je mehr Fotos man hat, desto mehr Input habe ich, desto mehr Varianz habe ich in meinen Daten und desto besser bin ich in der Lage, am Ende eine korrekte Erkennung durchzuführen. Denn letztendlich geht es immer darum, dass ich etwas klassifiziere. Ich will eine Zuordnung treffen. Und der letzte Teil, den ich hier schön grafisch aufbereitet habe, wenn man das schön nennen kann, sind dann die aktuell sehr beliebten Deep Learning Netze. Vom Prinzip her machen wir da genau das Gleiche wie bei unseren so gesehen eindimensionalen Netzen, die wir vorher auch hatten. Aber anstatt, dass wir eine Eingangsschicht haben, eine Ausgangsschicht haben und ein oder zwei Schichten in der Mitte, haben wir hier ganz viele Schichten. Deswegen deep, deswegen tiefes Lernen. Und das zweite Besondere dabei ist, dass wir für gewöhnlich die Netze nicht mehr eindimensional, sondern zweidimensionaler auslegen. Das heißt, wir haben nicht mehr nur die Verbindung in einer Ebene, sondern in zweien. Und jede Ebene an Neuronen, die ich jetzt habe, wird mit jeder Schicht etwas kleiner. Also man kann sich das so vorstellen, dass mit jeder Ebene, die ich in diesem Netz drin habe, ich eine weitere Abstraktion des Bildes vornehme.
Das wird dann gerne verglichen, das ist die Schicht, die Kurven erkennt, das ist die Schicht, die Farben erkennt. Das ist völliger Schwachsinn, aber es ist eine schöne Analogie, um sich zu überlegen, was dabei passiert. Jetzt habe ich mir gedacht, nachdem ich das jetzt so grob beschrieben habe, gibt es Fragen dazu, denn das ist ein Thema, was ich glaube immer wieder gerne diskutiert wird, wo ganz viel drin mit gemacht werden soll. Wie gehe ich damit um? Mikrofon für dich. Ist es mit heutiger Technologie schon zu 100% möglich, wirklich so eine künstliche Intelligenz zu erschaffen, oder wären das zu große Rechenleistungen, die benötigt werden würden, die man gar nicht hätte? Das kommt auf die Größe des Gehirns an. Es gibt schon Studienprojekte, die es geschafft haben, Gehirne mit einigen hunderttausend Neuronen zu realisieren. Ich glaube, das ist dann so ungefähr die Größe von einer Maus oder sowas, also von irgendwelchen kleineren Lebewesen. Ich meine noch keine Studie gefunden zu haben, die versucht, das menschliche Gehirn nachzubauen. Der Punkt dabei ist, vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Denn das meinte ich ja eingangs auch, die spannende Frage dabei ist, was ist eigentlich Intelligenz? Woran messen wir, was intelligent ist? Die Bilderkennungssysteme, die uns Google präsentiert, wenn wir irgendwelche Captchas lösen oder sowas, damit trainieren wir künstliche Intelligenzen, Bilder zu erkennen. Und die sind viel besser als wir da drin, die sind viel schneller als wir da drin. Wenn ich aber dieser Intelligenz dann irgendwas anderes präsentiere, was sie noch nicht gelernt hat, kann sie damit nichts anfangen. Wenn ich dem AlphaGo, was letztendlich auch so ein Netz ist, nur dass es keine Bilder erkennt, sondern Spielzüge in dem Spiel Go, wenn ich dem Schach vorlege, kann es nichts mit anfangen. Ist es jetzt intelligent? In Go ist es intelligenter als ein Mensch, aber es ist nicht intelligenter in Schach. Und deswegen wird häufig die Unterscheidung gemacht zwischen einer künstlichen Intelligenz und einer generellen oder allgemeinen künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, die allgemeine künstliche Intelligenz, die dann vielleicht ein Bewusstsein hat, wo auch wieder die Frage ist, was ist ein Bewusstsein eigentlich, von der sind wir noch lange weg. Aber die speziellen künstlichen Intelligenzen, die sind je nach Aufgabengebiet schon lange vorhanden. Ja? Also nochmal auf die menschenähnlichen künstlichen Intelligenzen. Hatte nicht mal Google oder Facebook irgendwie zwei, die dann auch abgeschaltet werden mussten, weil sie mittlerweile sogar schlauer waren als die Wissenschaftler selbst und eine eigene Sprache hatten, die nicht verstehen konnten? Ich glaube, ich weiß, welches Paper du meinst. Ja, Google hatte KIs entwickelt, die in der Lage waren, ich glaube, es ging in dem Fall um Übersetzungen. Und was man festgestellt hatte, war, dass die neuronalen Netze, die dann von Englisch ins Chinesische übersetzt haben oder von Englisch ins Deutsche oder von Englisch ins Schwedische, nicht eine Abbildung hatten Englisch-Deutsch, Englisch-Chinesisch, sondern sie haben quasi im Lernprozess für verschiedene Sprachen eine Zwischensprache entwickelt. Also Englisch zu dieser nicht definierten Zwischensprache und von der Zwischensprache dann in Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Klingonisch, ich glaube Elbisch kann Google auch, ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt ist die Frage, ist das intelligent? Der Mensch macht genau das Gleiche, wenn er Compiler baut. Wir bauen unseren Compiler, der C in eine Zwischensprache übersetzt und dann, je nachdem, ob wir einen Intel-Prozessor haben oder einen ARM-Prozessor haben, gehen wir von dieser Zwischensprache in die jeweilige Prozessorarchitektur. Also letztendlich haben die Maschinen ja genau etwas gemacht, was der Mensch auch macht, nur durch Zufall. Und ich glaube, du vermischst das mit einer zweiten Geschichte, nämlich Microsoft hatte eine sogenannte KI namens Tay. Und da war es so, das war eigentlich auch genau das Gegenteil von dem, was man als intelligent im Sinne von besser als Mensch irgendwie sein würde. Es war eben so gesehen zu menschlich.
Nämlich dieser Chatbot hat sich genauso verhalten wie ein Mensch in der Situation, der immer nur Informationen von einer Gruppe eingeflüstert bekommt. Nämlich dieser Chatbot war irgendwie angetreten, sozusagen sich dem Input von Benutzern zu stellen und dann entsprechend zu reagieren. Aber was natürlich im Hintergrund war, er hat gelernt und er hat gelernt von den Aussagen der Leute, mit denen es gechattet hat. Und wenn du diesem Chatbot halt so eine Horde Trolle aussetzt, die die ganze Zeit das Ding nur beschimpfen, dann wird es, dann ist Tay halt irgendwann auch ausfallend geworden. Und zwar richtig ausfallend im Sinne von, zumindest in Deutschland, definitiv justiziablen Aussagen. Und daraufhin hat Microsoft Tay dann abgeschaltet. Also das war auch nicht, dass es irgendwie jetzt irgendwie intelligent geworden wäre oder so, sondern im Gegenteil. Ich glaube, das Experiment ist ziemlich in die Hose gegangen. Es gibt noch ein Beispiel, das ich immer wieder gerne in diesem Kontext erwähne, was sehr schön auch deutlich macht, wie Dinge schiefgehen können. Die Hauptfinanziers seit eh und je für den Kram ist natürlich das Militär. Die haben halt komischerweise unendlich viel Geld zur Verfügung für irgendwelchen Scheiß. Und haben dann sich überlegt, wir haben das Problem, dass wir Panzer auf Satellitenfotos erkennen wollen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern getarnte. Also hat man einen Haufen Satellitenfotos genommen, hat gesagt, wunderbar, wir nehmen eine KI, weil KI ist super, kann alles lösen, löst unsere Probleme. Und hat diese KI letztendlich mit diesen Satellitenbildern gefüttert. Millionen von US-Dollar später ist dann, kam man zu dem Schluss, so, Training abgeschlossen, System funktioniert. Stellt sich raus, System funktioniert nicht. Mit den Testdaten, mit den Trainingsdaten war es problemlos möglich, die getarnten Panzer auf den Satellitenbildern zu finden. Mit neuen Bildern war es nicht möglich. Irgendwann hat dann mal ein Mensch raufgeschaut oder mehrere kluge Köpfe und haben festgestellt, oh warte, wir haben alle Fotos mit getarnten Panzern im Frühjahr gemacht und alle ohne im Herbst. Mit anderen Worten hatte man für mehrere Milliarden oder Millionen, ich weiß es nicht genau, US-Dollar eine Erkennung gemacht, die unterscheidet zwischen, ist das Bild im Frühjahr oder im Herbst aufgenommen worden. Schönes Beispiel dafür, dass eben der Prozess des Lernens, wenn man nicht genau aufpasst, sich in eine völlig andere Richtung entwickeln kann, macht aber auch deutlich, dass man spricht dann von Bias, also die Prägung, die Vorprägung der Eingangsdaten ganz massiv das Ergebnis beeinflussen wird. Und wenn ich dann also meine Neuronen durch und durch trainiert habe, habe ich vielleicht irgendwann das Problem, dass mein Netz, das die Kreditwürdigkeit von Leuten betrachtet, auf einmal feststellt, dass du kreditunwürdig bist, weil du einen Doppelnamen hast, der zwei Konsonanten enthält. Weil komischerweise Menschen mit Doppelnamen und zwei Konsonanten im zweiten Namen kreditunwürdig sind, weil der Datensatz entsprechend vorgeprägt war. Weitere Fragen? Ist denn überhaupt, also im Sinne, wir versuchen ein menschliches Gehirn in all seinen Funktionen nachzubilden, ist denn überhaupt gesichert, dass das gesamte Gehirn genauso funktioniert oder sind es nur Teile des Gehirns, die so funktionieren wie neuronale Netze? Ich würde vermuten, dass es eher Letzteres ist. Wir können halt den Teil des menschlichen Gehirns nachbauen, den wir physikalisch, biologisch analysieren können. Aber inzwischen gibt es ja auch immer mehr Erkenntnisse, die dazu übergehen, dass man feststellt, vielleicht ist unser Gehirn oder auch das, was wir allgemein als Bewusstsein bezeichnen, mehr als nur das Stück Eiweiß, das in unserem Kopf rumschwimmt, sondern vielleicht ist da auch noch Rückenmark mit drin und das sind alles Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Ich persönlich denke an der Stelle, und das ist auch, warum mich das so interessiert, die künstlichen neuronalen Netze sind für uns eine Möglichkeit, uns selbst zu verstehen, weil sie uns die Möglichkeit, einen Spiegel bieten, wo wir ausschnittsweise
Teile eines Gehirns analysieren können, ohne davon Menschen aufschneiden zu müssen. Gibt es noch weitere Fragen? Danke für die Aufmerksamkeit. Oh, da war noch was. Da hat noch einmal noch einen. Ja, klar. Wie groß muss man sich die Rechenleistung vorstellen, die ein ungefähr zumindest menschliches Gehirn, also eine künstliche Intelligenz im Maß einer, eines menschlichen Gehirns hat? Also wie groß kann man sich das ungefähr vorstellen? Oder zumindest von so einer Maus, wie du gesagt hattest. Meinst du jetzt physikalisch, wie groß die Chips sind? Ja, genau, zum Beispiel. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt keine Ahnung davon hat, sag ich mal. Ich überlege gerade, es gibt Siliziumchips, die einige hunderttausend Neuronen enthalten, die nicht größer sind als eine typische CPU. Ich bin mir aber über die tatsächliche Anzahl der Neuronen in diesen Chips nicht im Klaren. Und das Schwierige dabei ist die Verbindung zwischen den Sachen. Denn ich muss ja so gesehen jedes Neuron mit jedem anderen verbinden. Das heißt, die Größe des Ganzen wächst exponentiell mit der Menge der Neuronen. Je mehr Neuronen ich habe, desto mehr Verbindungen habe ich. Aber eben, ich habe nicht nur 1:1, sondern jedes neue Neuron muss mit jedem anderen auch verbunden werden. Und damit kann man das noch gar nicht so genau abschätzen, weil dem Ganzen dann auch die Verkleinerung der Mikroelektronik entgegenwirkt. Dazu noch eine Anschlussfrage. Hast du den Eindruck, dass sozusagen diese Spezialisierung, die du im menschlichen Gehirn hast, man sieht ja dann sozusagen Aktivitätszentren, wenn man sich unterm MRT gewisse Prozesse, Denkprozesse, Bewegungsprozesse oder so anguckt. Hast du den Eindruck, wenn man das jetzt so versucht, über künstliche neuronale Netze zu verstehen, dass sich diese Areale von selber in Anführungszeichen bilden, oder hast du den Eindruck, dass das schon kompartimentalisiert ist vorher, also sozusagen, dass es schon vorangelegte Spezialisierungen gibt, die auch sozusagen nicht nur durch reines, die Neuronen finden sich passenderweise immer genauso zusammen angeht, weil das Gehirn hat ja eine relativ hohe Flexibilität und man weiß ja, dass durchaus auch dann andere Teile übernehmen können unter gewissen Umständen. Also wie weit, glaubst du, ist da die Selbstfindung? Ich glaube, die ist sehr hoch. Und zwar dahingehend, den Teil, den ich jetzt komplett ausgelassen habe aus Zeitgründen, ist das Lernen, welches nicht überwacht ist. Das heißt, wir hatten jetzt immer den Fall betrachtet, dass ich quasi weiß, wie das Ergebnis auszusehen hat. Aber häufig, und das ist eigentlich so gesehen der viel realistischere Fall, weiß ich das gar nicht. Das heißt, ich habe nur eine Menge von Informationen und ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich rausfinde. Da gibt es dieses berühmte Experiment von Google, wo sie aus 1 Milliarde YouTube-Videos ein Frame extrahiert haben und dann das in ein neuronales Netz geschmissen haben und geguckt haben, was dabei rauskommt. Stellt sich raus, menschliche Gesichter, Katzen und Arme, glaube ich, war das, was am häufigsten erkannt wurde. Und das, was ich bei einem künstlichen Netz mache, ist, dass ich alle Verbindungen zufallsinitialisiere. Wenn jetzt aber dieser Zufall vielleicht nicht ganz so zufällig ist, wie man es vielleicht gerne hätte beim Menschen, dann komme ich dazu hin, dass sich bei einem Menschen aufgrund von biologischen Gegebenheiten die zufällige Initialisierung des Gehirns ähnlich ist, sodass bei einem ähnlichen oder bei einem vergleichbaren Lernprozess ein ähnliches Endergebnis rauskommt, was wiederum die Zentrumsbildung Kompartimentalisierung des Gehirns ergibt. Aber das wäre eben genauso eine Sache, die man damit auseinandersetzen kann. Indem man nämlich, ich kann, wenn ich den Zufall in meinem System kontrolliere, den Lernprozess des Gehirns komplett, also des künstlichen Gehirns, komplett kontrollieren und auch vielleicht manipulieren. Was vielleicht in Zukunft irgendwann mal interessante Angriffswege dagegen vorgibt. Aber es ist natürlich interessant, weil du ich sag mal, jeder Mensch oder fast jeder Mensch hat ja so im Grunde genommen dieselben Eingänge und dieselben Ausgänge, sensorisch. Und dass sich dann halt dieselben
Zuständigkeiten bilden, ist ja eigentlich nicht verwunderlich. Deswegen, daher kam meine Frage. Ja. Gut. Weiteres? Dann jetzt nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt was gelernt.